Faisal ibn Musaid wurde 1944 in Saudi-Arabien geboren. Väterlicherseits war er Halbbruder von 6 saudischen Königen, doch er hatte mehr Verbindungen zur Familie seiner Mutter, insbesondere nachdem seine Eltern sich scheiden ließen. 1966 reiste er zum Studium in die USA und studierte dort 2 Semester in San Francisco sowie in Kalifornien und Colorado. 1969 verhaftete man ihn wegen Verschwörung zum Kauf von LSD und setzte ihn auf Bewährung. Die Anklage wurde später fallen gelassen und Musaid machte einen Bachelor in Politikwissenschaften. Er studierte zunächst weiter und reiste auch in die DDR und nach Beirut. Bei seiner Rückkehr nach Saudi-Arabien nahm man ihn wegen seiner Bewährungsstrafe in den USA den Pass weg, doch er unterrichtete schließlich selbst an der Universität von Riad. Am 25. März 1975 betrat er den Königspalast in Riad, wo sein Onkel König Faisal residierte und gerade eine Versammlung vor laufenden Kameras abhielt. Der König erkannte seinen Neffen und senkte den Kopf, sodass der Jüngere respektvoll den Kopf des Monarchen küssen konnte. Doch Musaid zog einen Revolver und schoss dem König 2-mal in den Kopf. Während der König schwer verletzt zu Boden fiel, wurde Musaid sofort von königlichen Leibwächtern mit Schwertern und Maschinenpistolen umzingelt und festgenommen. König Faisal konnte auch im Krankenhaus nicht gerettet werden und starb. Als Motiv gibt es zahlreiche Theorien. Persönliche Differenzen zwischen Onkel und Neffe standen ebenfalls zur Debatte, wie ein Auftragsmord durch CIA oder den israelischen Mossad. Einige glaubten sogar, Musaids Freundin, eine westliche Frau, habe ihn dazu getrieben. Musaid wurde für wahnsinnig erklärt und wegen Königsmords zum Tode verurteilt. Am 28. Juni 1975 wurde Faisal ibn Musaid öffentlich durch Enthauptung mit einem Schwert hingerichtet.